Hallihallo und willkommen zurück bei Hydronir. So, wir holen uns jetzt mal 300 Eisen. Ich hoffe, dass wir genug haben. Und dann machen wir uns mal hier, nee, hier, nee, hier. Hier können wir Sachen reinschmeißen. Die landen dann da unten. Und wenn wir da unten was reinschmeißen, dann fällt das hier hin. Das ist gar nicht doof gemacht. So. Volle Kraft voraus. Ah, Backflip. So, 300 Eisen. Weiß ich nicht, ob wir das haben. Aber zur Not reichen noch erstmal 60 Eisen für den Druckverstärker. Davon können wir maximal 4 anbringen. Und mal gucken, was das bringt. Das heißt, der kann schon mal weg. Der kann hier schon mal her. Das heißt, wir brauchen noch 3 gerade Rohre. Und hier hatte ich irgendwo auch... Ach nee, das war erst hinterher. Wir brauchen dafür erstmal nur 3 gerade Rohre. Das machen wir nämlich anders. Die Geschwindigkeit der Förderbänder ist mir erstmal egal. Ich will ja eigentlich nur... Ich will ja eigentlich erstmal nur gucken, dass... Ob wir mit den Druckverstärker, ob das Sinn macht. So. So. Hier ist jetzt alles Eisen, ne? Bis da unten hin. Gut. Eisenbarren haben wir alles geschmolzen, ne? Zack. Jawoll! 550. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich weiß halt auch nicht, was das meisterhafte Design ist. Mir damit jetzt einfach einen Bohrer machen kann. Da können wir ja eigentlich alles vollhauen mit Bohrern. Wir könnten die Förderbänder über die Stufe 2 Dinger laufen lassen. Dann sind die ja schnell genug, glaube ich. Und dann können wir 3, 4 Bohrer laufen lassen. Die brauchen ja eigentlich nur nebeneinander stehen und mit einem durchgehenden Rohr können wir die alle verbinden. Sollte machbar sein. Achso, den Barren nehme ich jetzt aber einfach per Hand mit. Yippie! Ich freue mich auf den Tag, wo die Fallschaden implementieren. So. Wir wollen den... Jawoll! Das ist ja mal nice. Hör auf, dann... Und wenn wir 300 Eisen haben, können wir uns wieder einmachen.
Okay. Es macht Sinn, das Eisen passend zu haben. Kacke. Egal. Aber wenn wir schon mal hier stehen, könnte ich ja eigentlich mal gucken. Zack. Können wir nämlich noch das Geld mitnehmen. Das war da. Aber es hat funktioniert. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt können wir aus Jux und Dallerei nochmal gucken. Der braucht 1000 Clotium. Und der braucht 500 Kernstein. Ich weiß nicht, was Kernstein ist. Ich weiß ja nicht, was Clotium ist. 1000. Erntemaschine. Erntemaschine braucht 100 Eisen. Und Schmiedeeiserner. Ja, davon müssen wir uns noch ein paar machen. Aber gut. Dann nehmen wir die Moneten wieder mit. Ciao. Weil für schmiedeeisernes Gedöns kriegen wir alles bei uns um die Ecke. Wir brauchen mit dem Eisen also echt nur hierher und Bohrer und Druckverstärker erstmal herstellen. Dann würde ich Clothium auf später verschieben. Na komm. Vielen Dank. Oh. Und da müsste jetzt unser Bohrer sein. Sehr schön. Schmiedeeiserner Bohrer. Damit sieht das alles doch jetzt schon ein bisschen anders aus. Na gut, das muss man natürlich erstmal wissen, ne? Nicht, dass unser Wasser hier ausläuft. Jetzt geht das hier voran. So. Könnten den nämlich eigentlich einfach da hinstellen. Aber, ja, mal gucken. Also, wie machen wir das? Ich muss hier von der Decke noch ein bisschen was wegnehmen, ne? Noch läuft hier alles fröhlich, ne? Edelsteine haben wir. Was ist das? Ah! Okay. Clotiumerz. Verdammt. Wir müssen. Oh, ich. Wir müssen nochmal in die Richtung. Clotiumerz, alles klar. Jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ein T-Stück.
Wir brauchen ein T-Stück und einen Bogen. Haben wir nicht mehr, ne? Ne, haben wir nicht. Pass auf. Hä? Dann nehmen wir das und das. So. Jetzt ändert sich hier alles. Lithiumerz kriegen wir jetzt. Müssen wir das auch nochmal aussortieren. Oh Gott. Da muss ich mich gleich erstmal... Muss mir von oben gleich ein Bild machen. Also wir brauchen ein T-Stück. Ich hoffe, ich kriege das daran. Oder hoffe, dass da jetzt nicht zu viel Erde vor ist. So, das ist gekauft. Und das ist auch gekauft. Das Geld können wir erstmal hier lassen. Wir bleiben erstmal bei Eisen. Ich setze relativ viel Hoffnung in die Druckverstärker. Dass die mehr bringen. Also dass vier Stück hoffentlich so viel bringen wie dieses Clothiumrohr. So, dann nehmen wir erstmal... Ach, den Bogen hätten wir uns sparen können. Der ist ja dann einer. Okay, die Frage ist, wie komme ich... Ich muss erstmal von der Decke ein bisschen wegnehmen. Ne? Dafür brauche ich die Spitzhacke. Wo haben wir die denn liegen lassen? Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt hier alles umzubauen. Nur, dass wir hier hin und her springen können. So, 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 so. Ja, dann würde ich hier ganz gerne noch so meine zwei, drei... Ja, das geht doch schon mal einigermaßen. Würde ich gerne wenigstens noch ein paar Bohrer platzieren. Und ich weiß, es ist bei euch gerade arschdunkel. Aber ich kann es nicht ändern. Doch, ich könnte es ändern. Ich könnte ein paar Lampen kaufen, aber... Erstmal müssen wir das hier so bewerkstelligen. Geht auch nichts weg, ne? Ach, da komme ich ja ganz entspannt dran. Oh. Oh, das wird so nix. Oder? Doch. Ich. Mal gucken. Das brauche ich. Habe ich jetzt einen Denkfehler? Ypsilon? Ja, ja. So. Darüber noch einen Bogen, ne? Den haben wir oben auf der Palette. Genau.
aus der Tee und dann so, genau. Genau. Und dann brauche ich hier ein Förderband nach da und die Verschmelzung, ne? Oh Gott, das war... Also brauchen wir hier einen Bogen hier rüber. Ja. Genau, weil hier ist ja jetzt, glaube ich, ein Korken drauf, ne? Ja, da ist ein Korken. Also brauchen wir hier noch einen Bogen. Ein Förderband darüber und das Verschmelzungsding. Und wenn das alles läuft, dann können wir nämlich mit... Halt. Wir hätten da ein Förderband. Wir haben da ein Förderband. Also brauche ich nur den Bogen. Ich habe das Geld vergessen. Verdammt. Dieses Hin- und Hergelaufen. Da ist noch ein Förderband. Dann können wir das nehmen. Ich hoffe, dass wir dafür das Verschmelzungsding nicht zwingend brauchen. Thanks for your business. Ja, bitte, bitte. Ein Bogen. Zack. Zack. So. Ab, sonst geht das jetzt hier alles daneben. Ich hoffe, dass wir dieses Verschmelzungsding jetzt nicht brauchen. War das Förderband? Das läuft sowieso in die falsche Richtung. Kann ich das jetzt hier nicht mehr aufheben? Oh nein. So, wir brauchen das Verschmelzungsgedöns. Hammer. Okay, komisch. Ach. So, da lang. Verschlossen ist alles. Ja, läuft auch. So, der kann weiterlaufen. Aber warum geht der nicht? Ist er nicht, der braucht seine eigene Pumpe. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, ist ja einfach nur mit Wasser.
Okay, wir können da mal eine eigene Wasserfläche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Förderbänder und Bohrer laufen lassen können, aber nicht zwei Bohrer. Das halte ich für... Dann müssten wir jetzt eigentlich noch Rohre kaufen, ne? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Spitzhacke rum. Das geht auch. So. Nee, so nicht. Dann machen wir dafür jetzt eine eigene Pumpe und können dann das Verschmelzungsband noch holen. Das geht auch. Soll ja erstmal nur weiterlaufen. So. Den können wir mal mitnehmen. Was wiegt denn der Quatsch jetzt hier? 670. Eieiei. Aber wir lassen das einfach mal weiterlaufen. Und das hier haben wir hier schon. Können wir schon Verschmelzungsbänder. 226, wir könnten bald noch einen dritten Bohrer. Aber auch das lassen wir mal. Das, oh, das wird noch schwierig, das alles auseinander zu dröseln nach Gewicht. Weil ich mir noch nicht sicher bin, wie wir das mit dem Gewicht hinkriegen wollen. Da müssen wir tatsächlich relativ viel mit der Hand zusammenschmelzen. Aber, oh Gott, ich, da graut es mir vor. Wir brauchen gerade Rohre. Erstmal. Zwei. Wenn den Metallbarren, den Eisenbarren dann mal auseinandersägen und gucken, dass wir die Druckverstärker, dass wir die noch herkriegen. Take a look at my goods. In der Hoffnung, dass sie viel bringen. So. Hier gerade Rohre. Den Rest können wir uns dann gleich zusammenrechnen. Ich glaube, aus unseren Pflanzen wird nicht mehr wirklich was. Ja, gut, das geht auch. Ich glaube, ich muss noch mal der muss noch mal beiseite. Das ist so eng hier. Ja. Aber das müsste jetzt gehen. So.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gottes Willen, es ist ein Krampf. Das ist ein Krampf. Jetzt, Menschen. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, verdammt. Ich dachte, da war's gerade. So, da. So. Jetzt brauchen wir noch ein Rohr, Bögen und noch ein paar Rohre. Und dann hoffe ich, dass wir das zum Laufen kriegen. You won't find better prices than these. Ja, ja, mir egal. So, hier. Mal 4 Stücken mit. Und ein Bogen. Ching. So. Das. Das. Looking for something? Ja, blubber mich nicht voll. Ich hab doch schon gekauft, Mensch. So. Zack. Okay. Ein Ansaugding haben wir noch. Dann. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rohre und einen Bogen. Verdammt, 7. Und ein Ventil. Wir müssen ja ein- und ausschalten können. Ja, ja, habe ich doch. Stinkereich bin ich. You won't find better prices than these. Ja, den, das brauchen wir auch. Take a look at my goods. Und ein Bogen. Das ist aber erschwinglich, ne? Also eigentlich. Groß Geldsorgen haben wir nicht, ne? I got the goods if you got the cash. Ja. Hä? Okay, das wird nix. Den krieg ich doch hier noch irgendwo. Hä? Ja. Komm mal, Gander.
Das hier auch noch. Hä? So. Aufschmeißen und schnell Palette aufheben, dann geht das. Wenn ich die Palette jetzt abstelle. Oh, siehst du? Thanks for your business. Ja, pass. Und looking for something. Ja. Fahren. Haben wir den ausgetrickst. So, Avanti, Avanti. So, und ob der ganze Bums hier funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.